Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft auf der neuen Insel, Story-Insel, die wir jetzt erforschen. Und in der letzten Folge haben wir ja einen Bären erlegt, was ich jetzt echt nicht gedacht hätte, dass es so schnell geht. Ich hätte gedacht gehabt, der würde schon einiges mehr durchhalten. Und ich schau mal, wo wir hier jetzt eigentlich hinkommen, wenn wir hier den Weg entlang gehen. Dann gibt es da noch ein paar Bären. Das ist ein Diste. Mal schauen, wie viele Bären wir kriegen. Finden werden. Auf jeden Fall, wir haben wieder 4 Leder. Und wir müssen schauen, dass wir vielleicht irgendwas aus dem Leder machen können. Bestimmte Lederrüstung oder sowas. Hier geht es nicht weiter. Die Frage ist eigentlich, wo ist unser Schiff? Ich will hier jetzt nicht runterfallen. Wo ist denn die agonische Maid? Keine Ahnung. So, dann gehen wir aber mal hier wieder weiter hoch. Ah, da haben wir den Sendeturm. Oh. Muss ich hier rüber, um dahin zu kommen? Okay. Okay, das muss schnell gemacht werden. Die sinken runter. Okay. Echt nicht dafür ausgelegt, dieser Parcours. Das Spiel ist echt nicht dafür gemacht worden. Aber wir sind jetzt wenigstens hier. So, da haben wir wieder ein Schild. Relay Station 2 und Ranger Station. Wir gehen erstmal dahin. Wir wissen, was da drin ist. So. Benötigt eine Glühbirne. Benutzen. Wir haben wieder einen Bauplan. Bauplan, Biokraftstoffraffinerie. Oh, oh. Nice, da haben wir das Ding, wonach ich gesucht habe. So, was haben wir denn? Was ist denn das? Benötigt ein Brunos Hammer. Wir haben hier wieder sehr viel Kunststoff. Was haben wir denn da? Hinweis. Neuen Hinweis hinzugefügt. Warte mal. Programm 6. Juni. Okay, das lese ich mal nicht vor. Okay. Kunststoff brauchen wir nicht. Haben wir ja sehr viel hier schon. Das packen wir mal dahin. Wie viele Pfeile habe ich jetzt? Immer noch 11. Okay. So, dann wollen wir mal da hoch. Und dann mal schauen, was wir da finden. Relay Station 2. Oh, ich hoffe, hier fallen wir... Oh, es hat gespeichert. Ich dachte schon. Warum ruckelt das? Immer beim Speichern ruckelt das so viel. Ich habe das Gefühl, wir werden auch öfters mal zum Schiff runtergehen. War jetzt gerade nur für mich der Ton so, als wäre ich unter Wasser, oder war es für euch genauso? Okay, hier sieht es super aus. Wir gehen gleich rein. Ich will erstmal hier drum herum. Und hier gibt es sogar noch einen Weg nach oben. So, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Den Fernseher hätte ich auch gern. Hier haben die geschlafen. Hier haben wir noch einen Hinweis. My sister Astrid and I were put in charge of the ranger station on Balboa. We handled the bear population and kept the relay towers operational. The next shift was meant to start weeks back. But the replacements never showed up. Henry suggested that I start writing things down after Astrid disappeared, so that I'm not feeling so lonely anymore. Okay.
Kann ich irgendwas machen mit den Dingern? Kann ich damit irgendwas machen? Ich weiß es nicht. Aber das war jetzt der Bruno, den wir gehört haben, ne? Und bisher brauchen wir eine Glühbirne und ein Brunos Hammer. Schauen wir mal, wo wir die finden können. Aber ich denke, wir müssen vielleicht wieder zurück. Die Frage ist, kommen wir von hier aus irgendwie wieder zurück? Ich habe Angst, dass wir hier noch ein paar Mal hin müssen. Obwohl das... Boah. Das schon lieber zu schnell. Okay, das ging diesmal gut. Ich habe jetzt gedacht, ich werde jetzt mindestens einmal in diese giftige Brühe reinfallen. Aber nee, das ist gut gelaufen. So, dann schauen wir mal, wo wir... Der Bär ist wieder da. Komm, gib mir dein Fleisch. Ich will dein Fleisch. Komm. Komm, irgendwann musst du doch drauf gehen, ne? Komm, noch ein bisschen. Ja, nice. So gefällt mir das. So, haben wir wieder immer noch 11? Wir haben immer noch 11, nice. Wir müssen aber auch zusehen, dass wir vielleicht wieder ein paar... Warte mal, wo war ein Schild? Da war das Schild, ne? So, Ranger Station und Relay Station 2 war die Richtung. 6 und 4 geht in die Richtung, aber hier ist doch auch noch ein Weg. Wo geht denn das hin? Hier geht es auch nochmal zwei Richtungen. Wir gehen erstmal hier hin. Hä? Hört ihr das? Das kommt von hier oben irgendwo. Benutzen? Errungenschaft freigeschaltet, Ping. Okay. Okay. Klingelt hier einfach mal ein Fahrrad. Habe ich jetzt echt nicht erwartet. Wo geht's hier nochmal zurück? Ich glaube, hier war das. Oder war das hier? Wir gehen erstmal hier runter. Mal schauen, was es hier gibt. Hier geht's auch nochmal dahin und dahin runter. Das ist ein echter Irrgarten hier. Obwohl, das ist der Weg. Oh. Der hat mich jetzt erschrocken. Aua. Komm. Bleib weg. Weg von mir. Der hält ein bisschen mehr aus, oder? Boah. So, das war's jetzt mit dem. Der hat mich jetzt wirklich erschrocken. Ich habe jetzt echt nicht erwartet, dass der hier jetzt auch noch kommt.
So, jetzt müssen wir aber was trinken. So, da waren wir schon. Ich glaube, wir müssen diesen Weg hier nehmen. Und unser Bogen ist auch schon bald hinüber. Ich glaube, wir werden noch ein paar Mal gegen die Bären kämpfen müssen. Die Frage ist, wo muss ich jetzt hin? Orientierung bin ich hier absolut kacke. Da lang. So, da gibt es wieder neue Schilder. Nice. Was sagen die wohin? Da lang, okay. Und da gibt es auch noch einen Weg. Ich finde es nur schade, dass ich hier keine Bäume zum Fällen finde oder habe. Gibt's hier? Da sind wieder Schilder. So, 4 und 6. So, dann gehen wir mal hier hoch. Habe ich immer noch 11? Ich habe immer noch 11 Pfeile, nice. Aber ich glaube, ich müsste mir nochmal einen neuen Dingzi machen. Oh! Bitte sag mir, hier ist kein Gulliver. 6 geht da lang, 4 geht da lang. Wir gehen erstmal zu 4. Und dann schauen wir mal, ob wir da Stein. Die nehmen wir schon mal, weil wir vielleicht ein paar neue Pfeile machen müssen. Okay, wie kriegen wir das hin? Dann gehen wir erstmal vielleicht doch zu anderen. Da ist noch ein Stein. Und wo kommt der denn jetzt? Dann gehen wir erstmal zu der anderen. War das hier der Weg? Wir machen das zu unserem Weg. So. Ui, nicht runter. Ah. Oh, die liebe Hel spielt Sons of the Forest. Grüße an dich auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine super YouTuberin, super Streamerin. Ich kann die auf jeden Fall empfehlen. Schaut bei ihr auch mal vorbei. Hel's Play. Auch ein wundervoller Mensch auf jeden Fall. Was haben wir denn da? Bienen? Okay, was haben wir hier? Aua! Okay, die attackieren mich. Honigwabe. Nice, die nehmen wir mit. Aber wir haben keinen Ketchup für die. Ich glaube, wir müssen später hier so oder so nochmal vorbeikommen, wegen den Bienen. Aber wir haben jetzt 6 Honigwaben. Die können wir wahrscheinlich erforschen. So, dann gehen wir mal hier hoch. Ich kann euch auch gerne auf jeden Fall. Da haben wir wieder einen Bären. Ich kann euch die Hel auf jeden Fall gerne auch nochmal in der Endcard verlinken. Vor allem, wenn. Ich habe mit ihr sogar geplant gehabt, so zusammen im Stream auf Twitch und dann später auch noch auf YouTube A Way Out aufzunehmen. Kann auf jeden Fall sehr empfehlen. Sehr, sehr toller Mensch. Schaut bei ihr auf jeden Fall vorbei. Und lasst ein bisschen Liebe da, ja? Autsch, da kam ui, jetzt. So. Ah, endlich, das ist vorbei mit dem. Oh. Habe ich immer noch 11 Pfeile? Ich habe immer noch 11 Pfeile, nice. Aber der Bogen hält nicht mehr lange aus. Station 6. Geht's da lang. Aber sind schon viele Bären. Oh, da ist eine Höhle. Was finden wir wohl hier in der Höhle? Hier kommen wir nicht rein. Vor allem ist das Licht anders hier.
So. Oh, da gibt es wieder Bären. Die nehmen wir mit. Einmal Wildbären. Wo sind die denn? Ich habe die doch im Inventar, oder nicht? Oder sind die hier irgendwie? Da. Okay, Wildbären. Aufnahmegerät. Mechanischer Teil. Okay, die Wildbären sind wahrscheinlich Questgegenstand. Ich muss die so sammeln wahrscheinlich. Für irgendwas. Da haben wir nochmal Wildbären. Ich hatte jetzt mich gefreut gehabt, so dass das vielleicht irgendwie ein neuer Nahrungsmittel ist oder so. Anscheinend habe ich mich geirrt. Ist das die Station? Wie soll ich da hinkommen? Hier irgendwie hoch oder wie jetzt? Wo ist denn der Weg? Ja, ne, jetzt ernsthaft, wie soll ich jetzt da hinkommen? So, soll ich da irgendwie drüber klettern oder was? Ist hier wieder ein neuer Bär? Nö, kein neuer Bär. Da ist ein neuer Bär. Ja, wir müssen uns einen neuen Pfeil, einen neuen Bogen bauen. Oh! Der war jetzt übel. Geh weg! So. Komm, weg! Und nochmal! Ich glaube, der ging daneben. Boah, okay. Komm, du kannst auch langsam drauf gehen, ja? Oh, der hat jetzt 11 plus gebraucht. Ich glaube, wir müssen noch einmal zurück auf unser Schiff. Und irgendwie Palmblätter organisieren. Geht's hier weiter hoch? Gibt's irgendwie einen Weg? Oder müssen wir hier runter? Ich glaube, ich habe wirklich... Ja, ein Pfeil haben wir irgendwo verloren. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen jetzt. Wir gehen erstmal hier runter. Und suchen vielleicht nochmal unser Schiff. Wenn ich wüsste, wo der ist. Und wir haben Hunger. Und wir haben nichts Wirkliches zu essen gerade. Und rohes Fleisch will ich jetzt auch nicht essen. Hier geht es aber tief runter. Okay, wo sind wir hier jetzt gelandet? Da ist wieder ein Bär. Ich glaube, den Kampf gegen den Bären würden wir dieses Mal verlieren. Ich könnte auch eine rohe Zwiebel jetzt, Rübe essen. Da ist wieder ein Bär. Okay, wie kommen wir zurück zum Schiff? Wo ist denn unser Schiff überhaupt? Wenn wir hier runterspringen, geht... Ich falle fast runter. Rutsch hier runter. Boah. Ich glaube, wir müssen erstmal wirklich da runter, aber irgendwie. Oder wisst ihr was, wir machen werden? Ich mache hier ein Safe Game. Und... Geronimo! Oh. Uns geht's gut. Ich habe gedacht, wir fallen ins Wasser. Was ist denn das? Kann ich damit irgendwas machen? So, die Frage ist, wie kommen wir jetzt nochmal an Holz oder so? Oder Palmblätter, wenn wir von hier nichts dergleichen kriegen? Und wir müssen wirklich was jetzt gegen den Hunger machen.
Durst können wir ja so regeln. Jetzt ehrlich, wo ist unser Schiff? Hoppala. Oder kamen wir von da? Das würde ich jetzt wirklich zu gern wissen. Da haben wir wieder einen Bären. Da haben wir wieder so ein Lama. Wie hatten wir die Lamas genannt gehabt? Wir haben für die Lamas noch keinen Namen gehabt. Ist da unser Schiff? Ich hatte jetzt kurz gehofft, dass da unser Schiff ist. Ganz kurz Hoffnung gehabt. Wo war jetzt unser Schiff? Ausdauer bzw. Hunger ist auch schon ordentlich. Ich glaube, schwimmen wäre jetzt keine gute Option. Einmal um die Insel schwimmen. Ich glaube, als nächstes nehmen wir wirklich ein bisschen Fleisch mit. Immerhin haben wir 10 Fleisch und 20 Leder. Vielleicht mache ich gleich mir auch noch wirklich eine Rüstung oder so. Jo, das war's. Der Hunger, ne? So, wo ist denn der Weg zurück? Ernsthaft, wo ist jetzt unser Schiff? Ich muss zurück zum Schiff. Ich muss was essen. Und rohes Fleisch will ich jetzt nicht essen. Und wir brauchen einen neuen Bogen. Können wir das von hier irgendwie sehen? Aber das sieht so aus, als wäre das hier irgendwo. Wisst ihr was? No risk, no fun. Wir riskieren's. Dann schwimmen wir einfach mal einmal um die Insel herum. Gibt es hier eigentlich eine Map? Ne, bei Raft gibt es keine Map. Schade eigentlich. So, vielleicht muss ich jetzt eine Honigwabe essen. Ich kann die Honigwaben nicht essen. Ne. Ich könnte rohes Fleisch wirklich essen. Das wäre jetzt so tragisch, wenn ich jetzt rohes Fleisch essen müsste. Was jetzt auch noch nass ist. Aber zur Not, um auf unser Schiff zu kommen. Da ist es. Da haben wir es. Jo, ist die Insel dann aber auch riesig. Ah, was passiert da gerade? So, ich hoffe... Ich habe hier auch genug Planken oder sowas, was ich mitnehmen könnte. Hier zum Beispiel. Eine Planke. Noch eine. Und noch eine. Da haben wir noch ein Palmblatt. Den nehmen wir auch noch mit. So. Und den hier nehmen wir noch mit. Wir hätten vielleicht die Palmblätter nicht alles wegschmeißen sollen oder so. Autsch. Danke, Boris. So, und jetzt. Ah.
rechtzeitig geschafft. So, da können wir das hier drauflegen. Ein paar Planken rein. Dann tauschen wir das mal hier. Steinpfeile könnten wir machen, aber wir bräuchten einen neuen Bogen und wir brauchen Seil und wir haben kein Seil. Und dafür bräuchten wir Palmblätter. Das packe ich trotzdem schon mal hier hin. Schauen wir mal, was wir mit dem Honig hier machen können. Oh, Biokraftstoff. Dann lernen wir jetzt. So. Und nice. Was kann ich jetzt mit den restlichen Honigwaben machen? So, das kommt hier hin. Ne, hier. Wie kommen wir jetzt an Seil? So, machen wir einmal leer. Und wieder voll. Und dann oben auch nochmal voll. Dann warten wir eben ab. Wir haben ja hier noch eine Flasche gehabt. So. Dann können wir den einen erstmal auch wieder dort zwischenlagern. Achso, das Leder wollten wir auch noch einlagern. So, was können wir mit dem Leder jetzt bauen? Wo war denn das? Oder hier vielleicht irgendwie? So, Seil, Leder, Wolle bräuchten wir noch. Hier, Lederhelm. Bräuchten wir Leder und Wolle. Genauso wie Lederweste. Lederbeinschützer. Aber mehr ist das jetzt auch nicht. Wo kriegen wir Wolle her? Wir können sonst nichts mit dem Leder anfangen. Ne, falsche Kiste. Wir können damit nichts anfangen. Erstmal. So, die Flasche wieder hier hin. Und den wieder voll machen. Können wir den anderen wieder da einlagern. Falsche Kiste. Hier. So, da rein. Und hier hin. Wie machen wir das jetzt mit den Palmblättern? Da hinten ist ein Fass. Wir holen uns das Fass erstmal. Da gibt es bestimmt Palmblätter. Und Seile. So, Planken nehmen wir auch erstmal. Ja, danke, Boris. Wo ist er? Ich sehe ihn nicht da. Na, so ist erstmal gut. Ah! Abgerutscht. Ah, da ist noch ein Palmblatt. Und hier ist noch einer und eine Planke. Und noch eine. Ist das noch eine Planke? Hier ist noch eine Planke. Dann schwimmen wir nochmal zurück. Achso, da ist es. Hier ist uns gar nichts mehr hier. Ich würde aber sagen, mit unserem Schiff gehen wir vielleicht mal ein bisschen an ein anderes Ufer, damit wir den eher wiederfinden, anstatt so. Anstatt, dass wir den so suchen müssen.
Kann es sein, dass da vorne ein bisschen was neu hinzugespawnt ist? An Müll? Wo ist Boris? Ja, da hinten ist ein bisschen was neu hinzugespawnt. Okay, das ist interessant. Boah, rechtzeitig. Das war aber auch knapp. So, hier, genau hier ist soweit. Hier gegartes Fleisch, nice. Und dann rohes Fleisch drauf. Und wie sieht es jetzt aus mit dem Bogen? So. Genau. Ah ja, Kletterpflanzenglibber bräuchten wir wieder. Ah ja, und Honig auch noch erstmal einlagern. Dann machen wir ein paar mehr draus. So, und ein bisschen Planken rein. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.